Willkommen zurück zu Horizon. Und wir sind genau dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ups, was mache ich denn hier? Und zwar geht es jetzt darum, Meridian so ein bisschen zu erkunden. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Ja, da nimmt sie uns natürlich schon wieder ein bisschen was vorweg. Die Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Aber bevor wir in die Stadt reisen, düsen wir nochmal eben zur Nora. Dame, die gekidnappt wurde. Ah, sieh mal an. Hier wird es doch wüstenartig. Der Schnee hat aufgehört, war wahrscheinlich nur im Grenzgebiet. Ja, haben wir hier wieder ein Jägergebiet? Ja. Genau das haben wir hier. Aber das Schöne ist, hier oben holen wir uns erstmal das Lagerfeuer und daneben sind diese komischen Ochsen. Die können wir zum Reiten verwenden. Von daher passt das genau zu uns. So, das war nicht das angepeilte Lagerfeuer. Sehr gut, kein Fallschaden kassiert, das ist schon mal gut. So, da haben wir einen Vogel, der sieht auch ein bisschen mächtig aus. Ja, shit. Da muss ich aber erstmal abhauen. So, könnt ihr unser Vieh nicht mal irgendwie vom Leib halten? Aber er scheint abzuhauen. Ah, nicht wirklich. Ah, der hat uns wenigstens die Überbrückung nicht kaputt gemacht. Shit. Doch, er macht uns hier einiges kaputt. Na, wenn das jetzt ein Vorgeschmack ist, wie es hier wird, ne, Glückwunsch. So, komm, düst weg. So, schnell abhauen. Ja, das wird hier ein Spaß, später noch gegen den zu kämpfen. So, ich muss eben noch mal was schauen, und zwar... Hier auf den Bildern würde ich sagen, das hier ist der Breitkopf. Komischerweise habe ich ihn schon ein paar Mal umgehauen. Bin jetzt auch schon zwei, drei Mal auf ihm geritten. Aber in der Sammlung wird er uns immer noch nicht angezeigt. Heißt, ich weiß nicht, was er für Stärken und Schwächen hat. Gut, so stark ist er jetzt auch nicht. Den können wir mit drei schweren Angriffen ohne weiteres umhauen. Kein Ding. Aber wäre trotzdem nicht verkehrt, wenn wir da unsere ganzen Informationen zusammenbekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir dafür
unbedingt so eine Brutstätte brauchen. Oder wer weiß. So, den parken wir. Ah, sieh mal einer an. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Müssen, ja, wir müssen jetzt wieder mit Neil ein weiteres Banditenlager ausräuchern. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. Gut, dann können wir den Breitkopf dort eigentlich stehen lassen. Wissen wir schon, was für eine Stufe das Ding hat? Ja, Stufe 12, das passt. Und nochmal ein paar Heilkräuter mitnehmen. Okay, das links sind keine Maschinen, das sind einfach nur Signale. So, wie schaut's da aus? So. Oh, hier ist es aber schnell hell geworden. Oder war das eben die ganze Zeit nur irgendeine Art Staubwolke? So, ich wollte jetzt hier eigentlich die Hauruck-Methode wählen. Neu formieren! Neu formieren! Ah, da oben war doch auch irgendwo noch jemand. Sieh mal an. Ja, was wollen wir ansehen? So, der gute Neil hilft aber noch nicht so wirklich mit. Hab sie. Oh, doch, da hat er mitgeholfen. Da habe ich ihm Unrecht getan. Sie fürchten weder Tod noch Teufel, das kennen wir schon. Das seid ihr, in der Tat. Aber vor dem Anführer müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt brauchen wir nicht mehr wirklich aufzupassen. So, jetzt. Ein bisschen schwer zu zielen und zu treffen. Und das Ding ist natürlich auch verdammt laut. Aber haut guten Schaden heraus. Könnten noch viel mehr angelockt werden.
Und das war's. Schnell und schmutzig. Einfach weitergehen. Bei der Waffenruhe handelt es sich sicher um einen Trick. Die Schattenkarcher werden sie brechen, sobald gut. Es ihnen in den Kopf... Ich loote mal eben schnell und dann düsen wir noch mal zu Neil, mal schauen, was er uns erzählt. So, Loot ist abgeschlossen, war auch sehr erfolgreich. Breitkopf ist auch noch am Start. Quatschen wir mal mit Neil. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte... Einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind. Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich, in der heißen, dunklen Steinzelle... konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für Sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Ein sehr eigenartiger Dude, aber okay. 10.000 EP. Die nehmen wir gerne. Ah, da fällt mir ein. Wir haben ja sowieso noch ein paar Punkte übrig. Und jetzt nochmal neue dazu. Also Doppelschuss. Dann sollten wir vielleicht noch mal bis Stufe 25 warten. Dann können wir uns hier den letzten holen. Und dann wird's interessant. Das Ding gefällt mir. Kampfüberbrückung. Könnten wir uns danach gönnen. So, was haben wir hier? Noch, ja, die ist eine Vieh, eben rechts die Maschine. Irgendwoher kenne ich die, aber die wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen stärker sein. Deswegen erstmal weiter zur Quest. Ist ja auch nett, wenn wir über einen Kanickel laufen, ist es tot. Ja, das sind diese Hühner. Die sind ein bisschen stärker. Haben wir ja bei der verdorbenen Zone gesehen. Das muss der einsame Feld sein. Als das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. So. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Okay, dann brauchen wir nicht zu schleichen. Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Ah.
Hier gibt's keine Banditen, Mädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Ist der Said also ein Bescheißer? Oh, eine kleine Blutwolke. Mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Also ist Said doch ein Bescheißer. Interessant. Sieht der Fokus irgendetwas? Ah, okay. Das hat jetzt aber auch ziemlich lange bei mir gedauert. Ich muss die Viecher mit dem Fokus scannen. Macht natürlich auch Sinn. Und da steht's jetzt. Ist reitbar. Brutstätte, Überbrückung und sowas alles. Ah, ich bin aber auch ein Depp. Irgendwie sehe ich hier auch nichts. Das Ding können wir auch nicht öffnen. Ich glaube, ich bin sicher. Ah, da haben wir was. Nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Ja, den Spuren werden wir jetzt folgen, aber auf unserem schönen Breitkopf. Ja, hier ist ein Läufer. Arsenal, das ist okay. Areal. Das ist auch gut zu wissen, dass hier jetzt nicht nur die dicken Monster sind, sondern auch immer wieder ein paar entspannte. Ein bisschen Gesundheitskraut brauchen wir. Aber jeweils nur 8%, das ist natürlich nichts. Zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. So, und wenn wir das jetzt hier aufgeklärt haben, müssen wir, glaube ich, auch mal zu Said. Ja, jetzt habe ich auch noch unseren schönen Breitkopf selber umgehauen. So, da oben hängt noch einer. Da hinten in der Hütte auch. Du kannst dem Schatten nicht. Okay, hier in der Hütte war mal einer. 690 EP, das ist nice. So, Dudemeister, dich greifen wir hier von der Seite an. Okay. Da haben eben irgendwelche rumgeschrien. Ich nehme mal an, dass das Gefangene sind. Aber die werden schon nicht weglaufen. Oh, schön. Ja, der Breitkopf ist jetzt down. Aber wenn wir das Ganze hier gleich aufdecken,
Können wir eventuell mit der Schnellreise zurück zu Said? So, wo sind jetzt die Gefangenen? Na, komm schon. Nein, oder? Da hinten sind Spuren. Überall sind Spuren. Ah, okay. Gefangene. In Nakor? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Ja, gut. Entkomme vom Gelände, wenn jetzt nicht noch wer weiß, wer hier um die Ecke kommt. Und das wird jetzt passieren. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. So, du Drecksau, dann wollen wir mal. Ich bin erledigt. War's das jetzt? Ja, das bist du. Oh, 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 der hat so ein komisches Ding. Lass sie nicht entkommen. So, er ist jetzt erstmal der gefährlichste. Okay, der andere ist davor gerannt, um seinen Anführer zu retten. Der Dude-Meister ist down, dann ist es wirklich nur noch Said. Da war es nur noch Said. Oh, ein Wunder, dass Aloy nicht dazwischen gegangen ist. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Da hat Aloy jetzt aber überrascht. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen. Aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten.
Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und meinem Vater gedenken. Sobald die anderen bereit sind, gehen wir nach Meridian. So, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, erstmal hier looten, das Wichtigste überhaupt. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Verbündete in Meridian, die wir nachher noch besuchen können. Das brauche ich später noch. Und wir haben der Sklaverei ein Ende bereitet. Das ist doch auch nicht schlecht. So, guck mal, hier haben wir wieder neues Vieh. Da haben wir einen Langhals. Was machen wir jetzt? Erstmal den Langhals dort. Und vielleicht auch die Brutstätte? Da erstmal markieren. Ja, gut, dass wir das Lager hier schon befreit haben. Dann haben wir zumindest einen Safe Spot zum Hinreisen. Da hinten ist auch schon der Langhals. Da sind auch ein paar Maschinen. Ja, auch ein Alligator. Tut mir leid, kleiner Waschbär, aber ich brauche deine Haut. Und ich habe sie sogar bekommen. Oh, okay. Ich würde... Also mal gucken, ist das ein Wächter? Ja. Von der Sorte gibt es auch noch eine etwas heftigere Variante. Die habe ich noch nicht gefunden. Hier haben wir jetzt eine Metallblume, wunderbar. Ah, okay, vermutlich von da oben. Oder? Nee, das sollte passen. Ja, das passt. Ja, Fische brauche ich auch, beziehungsweise die Gräten. Denn damit können wir hier ein bisschen was machen. Ja, Trankbeutel war jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Aber können wir eigentlich auch nehmen. So, maximal hochgelevelt. Dann haben wir jetzt 12 Tränke können wir theoretisch jetzt haben. Ah, da hinten ist ein Alligator. Da oben ist auch einer. Von hier aus
aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ja, schön in die Kehle, 225er Schaden. Ja, komm schon. Ah, verdammt. Etwas in der Nähe sendet das. Ja, shit. Oh Gott. So, das war jetzt nicht ganz so geil. Die Signalquelle muss ganz nah sein. So, der gibt irgendwie viel. Rotaugenwächter, okay. Da haben wir ihn. Genau, da haben wir ihn. Da haben wir jetzt ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte der verschiedenen Monster. Nicht aus der eisigen Wildnis, sondern aus der normalen Umgebung entdeckt. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist der Felsen, wo ich vorhin draufgegangen bin. Und da kommt auch schon der Langhals. Sehr schön. Wenn uns jetzt kein Alligator über den Weg läuft, sollten wir das hier hinbekommen. Sieht auch gut aus. Sehr schön. Okay, das hat funktioniert. Ich war mir nicht ganz sicher. Wunderbar. Damit haben wir jetzt den zweiten Langhals aktiviert. Wie schaut es auf der Karte jetzt aus? Sehr schön. Wunderbar. Da haben wir doch jetzt sehr viele Möglichkeiten, uns zu beschäftigen. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir zur Brutstätte? Ja, lass uns mal dahin. Fähigkeitspunkt ist, glaube ich, nee. Oder? Doch, wir sind jetzt auch noch Stufe 24. Das passt. Sehr schön. Dann können wir hier den Skill kaufen und haben jetzt, glaube ich, erstmal, obwohl das ist auch nochmal nicht verkehrt. Denn ich bin sehr oft ziemlich low von der HP her. So, da haben wir jetzt noch 400 Meter. Das Gute ist, mit dem Rotauge haben wir auch wieder ein Monster mehr, was ich vorhin nicht geschafft habe zu scannen, weil ich halt so
ja, blöd war und nicht an das Scannen gedacht habe. Ich dachte einfach nur, umhauen reicht da vollkommen aus, tut es aber nicht. Ich glaube, wildschweinmäßig können wir auch noch was gebrauchen, vorausgesetzt, es ist blau. Ist es natürlich nicht, wunderbar. Sehr schön heilende Kräuter. So, Dudes, was habt ihr hier? Ihr seid doch zu dritt. Das wird mir noch weiterhelfen. Oh, Mutter sei Dank. Kann ich mit dir reden? Ja, aber wer bist du? Du? Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich es nie nach Hause geschafft. Vielen Dank. Ich danke dir. Auch im Namen meiner Familie. Okay. Und eine hiervon. Für kann ich mal mit dir reden, war das jetzt irgendwie ein bisschen wenig. Aber okay. Mit drei Leuten das Leben gerettet, das passt schon. So, Langbein haben wir jetzt auch nochmal gescannt. Ich habe jetzt nur nicht mitbekommen, ob wir den schon mal... Können wir eben... Nee, Langbein haben wir schon. Denn wir haben hier nichts Neues dazu bekommen. Da haben wir ihn. So, Brutstätte ist gleich um die Ecke. Schon mal ein paar Leute versucht ranzukommen. Dem entgeht nicht viel. Okay, das scheinen normale Wächter zu sein. Mich aber auch zweimal sehr ungünstig getroffen. Da ist aber, glaube ich, noch irgendwas. Sieh mal einer an, da kommen wir jetzt nicht einfach so hin. Du wirst mir sicher, durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Eingang ist vielleicht von unten, dann kämpfen wir uns hoch und wenn wir dann rauskommen, können wir dort eventuell die Brücke aktivieren. Habe ich mir da das richtig zusammengereimt? Sein, der einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. So, das brauchen wir nicht. Aber irgendeiner muss ja hier auch die Fackeln angemacht haben. Ja, hier gibt es aber schon mal ziemlich viele Pilze. Das ist gut. Aber ich bin besser vorbereitet. Ja, ich habe ja auch so ein Ding, mit dem wir hier einsteigen können. Das hatten die anderen vermutlich nicht. Brutstätte Roh. Okay.
Da ist jemand hellhörig geworden. Brutstätte Roh, Stufe 11. Ich kann es noch schaffen. Wozu ist es gut? Ja, da muss ich ein bisschen besser springen anscheinend. Denn dort kann ich nicht hochklettern. Oder ne, Quatsch. Na, komm schon. Okay. Vielleicht hätten wir uns einfach hängen lassen können, wer weiß. Ja, mit Pilzen geizen sie nicht, das ist gut. Zumindest geizen sie jetzt noch nicht damit. Das ist interessant. Hier sehen wir jetzt 41 von 50. Da unten. Ah, okay. Oh, drei Pfeile. Alles klar. Verstanden. Ja, das haben wir ja schon mal geschafft. Deswegen versuchen wir hier mal ein bisschen silent durchzukommen. Gut, das war... Nee, das war ein Wächter. Komisch, dass wir den nicht überbrücken können. Ein Verwüster, okay. So, komm hierher. Okay, der Verwüster kriegt wenig Schaden. Ich habe den Verwüster verwechselt. Aber er hat uns zumindest nur eine überschaubare Anzahl an Damage gemacht. Gut, haben wir jetzt hier irgendetwas? Okay, das funktioniert leider nicht. Dann müssen wir wirklich oben gegen den Uhrzeigersinn... Ne, mit dem Uhrzeigersinn, aber gegen die Fahrtrichtung von dem Ding hier jumpen. Okay, dann machen wir das so. Und einmal fallen lassen. Sehr schön. Da drüben haben wir wieder was. Aber da wären wir auch so ganz normal hochgekommen. Waren wir ja eben auch schon. Aber was öffnest du uns jetzt hier? So sollte ich durchkommen. Ah, okay.
Die Dinger waren doch eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, jetzt sind aber 31 nicht wirklich viel. Hier komme ich anscheinend noch nicht wirklich durch. Oder er hat uns gar nicht das hier geöffnet. Ah, da hat er was geöffnet. Okay, das macht natürlich mehr Sinn. Ah, okay, nee, da oben. Da oben müssen wir hin. So, springen, junge Eloy. Das passt auch wunderbar. Oh, das wird hier eine Kletterarie werden. Ja, ich konnte aber nicht in die andere Richtung irgendwie springen. Na, Fallschaden, wunderbar. Ja. Dann muss ich noch mal schauen, wie ich da besser hinkomme. Kann auch sein, dass ich beim ersten Mal so schlecht da rangegangen bin, dass ich auch gar nicht die Möglichkeit hatte, mich da noch zu drehen. Ich müsste ja eigentlich rechts von der Kiste da hochspringen. Weil sonst ist dann ja die Kiste im Weg. Oder ich mache es einfach so. Geht natürlich auch. Okay, das war keine Lampe von irgendeinem Maschinenvieh, sondern einfach nur ein ganz normales Licht. Na bitte. Wir könnten eigentlich auch Tod von oben machen. Komm schon hier hoch. Dann halt nicht. Aus einem Tod von oben wurde ein Ich schlittere mal und ramm dir den Speer von unten hoch. Aber solange er down ist, ist mir das egal. Okay, die Tür öffnet sich, aber vorher schauen wir noch mal, was hier ist. Wunderbar. Ja, nicht unbedingt der Burner-Loot, aber egal. Wie Blut zu einem Herzen. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Ach, das kann doch noch nicht der Kern sein. Das müsste doch der Kern sein. Die Brutstätte läuft also durch.
selbst. So, da haben wir wieder einen etwas dickeren. Wir haben jetzt aber auch die Aufmerksamkeit von ziemlich vielen auf uns gezogen. Ah, sind das Vögel? Um Gottes Willen. Das war ein schöner One-Hit, 195er Schaden. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen um mein Leben laufen. Denn die Vögel plus den hier, das ist wahrscheinlich wieder so ein Plünderer. So, einen Schlag gebe ich ihm doch noch mit. Wow. Aber das kann ich dafür nutzen, um ein bisschen Distanz aufzubauen. Okay, das ist der Vogel. Keine Antennen mehr? Ja, warte mal, das ist doch, das ist ein Langbein. Down ist er. Geh doch endlich drauf. Oh shit. So, das ist der zweite Vogel. Wunderbar. Da hinten haben wir noch einen Wächter, der sollte kein Problem sein. Und dann können wir hier Brücken aufbauen. Ja, überhaupt nicht getroffen. Aber dafür so. Wow, okay, nehmen wir mal an, dass das nur ein Zwischenkampf war. Dann wird der Endkampf ja richtig nice werden. Gut, dann lass uns mal den Weg für den nächsten Bereich freischalten. Normaler Schlag reicht da schon vollkommen aus. Jetzt können wir überbrücken. Aber sehr schön, ganz anders aufgebaut als die letzte Brutstätte.
Da bin ich mal gespannt, wie die anderen dann ausschauen werden. Was wir dort machen müssen. So, hier haben wir dann den nächsten. Okay, wir könnten noch zwei Bereiche vorfinden. Erstmal düsen wir da hoch, aber hier kommen echt Matrix-Vibes auf. Noch ein ganz kleines bisschen. Okay. Ei. Oh, mein Glück hat sie sich da festgehalten, sonst hätte ich schon wieder falsch angefressen. Okay, was sagt die Karte? Wir müssen jetzt hier irgendwie straight rüber und dann in die letzte Kammer düsen. Oh, da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Oh, okay, war sehr knapp. Da muss ich hin. Ja, da ist das Herz. Sehen wir schon irgendwie was da? Ja, da sind ein paar Wächter, ja, aber das große dicke Vieh haben wir noch nicht sehen können. Scherben, sehr schön. Wobei mir eigentlich 190 nicht mehr so viel bringen. Das müsste Wasser sein. Perfekt. So, was haben wir hier? Gut, werden wir uns mal abseilen. Schnappmaul, okay. Haben wir ja schon ein paar Mal gegen gekämpft. Ich nehme aber mal an, dass das Schnappmaul hier ein bisschen heftiger sein wird. Dann können wir endlich schon mal auf Feuerpfeile gehen. Wieder direkt zurück. So, Schnappmaul ist komplett aggro, aber anscheinend noch nicht freigeschaltet. Ups. Ich wollte natürlich hier was machen. Was wir auch noch mal machen werden, ist... So viel Tränke waren es jetzt auch nicht. Ich kann hier auch noch ein paar Feuerbomben nehmen. Ja, schade. Er hat mich gesehen. Oh. Er wird auch noch begleitet von... War das jetzt ein Plünderer?
erstmal einfach drauf. So, er brennt wieder, komm schon. Ja, ein Viertel der HP abgezogen, wenn überhaupt. Bei dem Plünderer. Schon. So, der ist schon zumindest down. Und den burnen wir jetzt auch nochmal weg. Keine Munition, kein Problem. Wow, okay, gut. Epischer Loot, den nehmen wir natürlich mit. Und dann schauen wir noch mal eben schnell, ob hier, ja, da ist natürlich jetzt nichts Dickes drinne. Aber eigentlich ganz okay durchgekommen, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir auch noch was und ein paar Pilze. Ja, jetzt müsste ich eigentlich immer in Kombination arbeiten. Tränke für schnellen, sofortige Heilung und die Heilkräuter, wenn wir dann ja, ein bisschen Damage verloren haben oder Zeit haben, hochzuheilen. Quasi als Ergänzung zum Trank. Wunderbar. Und was können wir jetzt alles überbrücken? Na? Da haben wir es. Verwüster, Schnappmaul, Trampler und Langbein. Okay. Den Trampler kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber den Rest schon. Ja, und so wie gedacht, können wir jetzt hier einmal überbrücken und bekommen dann die Brücke. Okay, das werden wir jetzt aber nicht machen, denn schauen wir mal auf unsere Quest. Meridian Quest, dann haben wir hier das alte Lager, aber wir haben noch keine Energiezellen. Das ist für ein Gebiet, wo wir nicht hingehen wollen. Aktuell zumindest noch nicht. Das sind diese Jägergeschichten, Brutstätte. Okay, also questmäßig müssten wir jetzt nach Meridian. Da unten haben wir eine Brutstätte und einen Langhals. Da oben haben wir eine Brutstätte. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal nach Meridian. Irgendwo von hier aus.
Schnellreise nicht verfügbar. Mann. Okay. Ich düse da mal hin. Dann gehen wir nach Meridian. Schauen mal, was dort abgeht. Und vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge, wo wir dann ja die letzten drei Brutstätten aktivieren, damit wir dann auch vielleicht nicht kurz vorm Schluss erst eines der wichtigsten Monster sind es ja nicht, Maschinen überhaupt überbrücken können oder so, solche Geschichten. Deswegen machen wir das recht früh, damit wir dann auch noch so lange wie möglich einen Benefit davon haben. Aber zunächst einmal nach Meridian.